Hallihallo, Hallöchen, es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit fürs US-Projekt. Wir sind beim Onkel Tom auf der Farm, mit dabei ist der Jimmy. Hallo miteinander. Und der Timo. Guten Tag zusammen. Der Jimmy ist noch am Strohpressen auf Feld 6. Und wir sind hier, oder der Timo ist schon am Dreschen. Und ich fahre denn das ab. Das ist eigentlich erstmal geplant. Und nachher kommt der Jimmy hier rüber und tut hier noch Stroh pressen. Und wenn das Wetter so durchhält, dann werden wir das Stroh vielleicht noch einfahren. Genau, so ist eigentlich der Plan. Timo, wie sieht's aus? Meinst du, du kommst da eine Runde rum? Ich denke ja. Dann bleib könnte ich auch den Hänger stehen lassen, wenn du was anderes tun möchtest. Genau, ich lass mal den Anhänger hier stehen. Ich stelle ihn dir mal aufs Feld. Alles klar. Ja, ich könnte eigentlich, wie letztes Mal gesagt, der Händler hat angerufen, unsere Seemaschine wäre zum Abholen. Dann würde ich doch mal schnell noch darüber fahren und die holen. Klingt gut. Und die Mietmaschinen werde ich gleich mal mitnehmen. Dann können wir die wieder abgeben. Bekanntlich nach der Ernte ist vor der Ernte. Genau. Und das ist jetzt, soweit ich weiß, eigentlich auch das letzte Feld, was wir noch zum Ernten haben. Richtig. So, da bin ich schon echt gespannt, wie sich die neue Seemaschine machen wird. Aber das werden wir dann schon noch rausfinden. Aber so wie der Verkäufer gemeint hat, ist das eigentlich das Nonplusultra, was man für gutes Geld kaufen kann. Ach, dachte schon für schmales Geld. Nein, leider nicht.
Jungs, kann mich einer hören? Ja, Jimmy. Ja. Oh, gleich alle beide. Naja. Ja, ich glaube, das ist mir noch nicht so oft passiert, aber Abfahrtskontrolle nicht durchgeführt. Heißt, Dieseltank leer. Und ja. Ich sehe die Tankstelle, aber der Schlauch reicht nicht bis hierher. Oha. Hm. Ich bin eh gleich beim Händler. Oder ich komme mal kurz zu dir rüber. Müssen wir mal schauen. Vielleicht hat er einen Kanister für mich. I'm walking. Ich glaube, mein Onkel, der hat glaube ich, gar kein Fass gehabt zum Treibstofffahren. Bin mir gar nicht sicher. Wir haben einen Service-Anhänger in der Halle stehen. Ah, stimmt. Ich habe schon mal jemand ohne Sprit aufs Feld geschickt. Ah ja, stimmt, jetzt wo du das sagst, der Service-Anhänger. Jimmy? Ja? Vielleicht holst du einfach mal eine Coke oder so. Oder einen Kaffee bei der netten Bedienung. Ich bin natürlich genau am anderen Feldende. Das hat er mit Absicht gemacht. Könnte vielleicht länger gehen. Ich bin jetzt gerade beim Händler und müsste erst wieder zurück zum Hof. Geht gerade noch ein paar Minuten. Ich könnte ja derzeit die Ballen zählen, aber... Ja, zusammenrollen dann. Ja. Einen Haufen. Ach, dass mir das auf meine alten Tage noch passieren muss. Ja, bin ich froh, damit es so einen alten Hase passiert und nicht mir heute. Obwohl ich eigentlich einer von denjenigen bin, der da ja den anderen sagt, sollen drauf schauen. Und selbst ja. Am besten vor der eigenen Haustür kehren. Ah, zum Glück hat er deiner offen. Ganz schön. Bräuchte gerade noch ein bisschen Dünger. So, gerade mal noch beim Händler fragen, ob er noch was da hat. Hier in diesen gehören die nicht uns. Dünger habe ich schon voll. Saatgut passt ja da bestimmt ganz schön viel rein. Ja.
etwas Sinnvolles machen. Ist der Deckel oben schon aufgemacht? Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ach so. Ah, schon offen jetzt, ja. Aber ich glaube, der Stapler ist zu klein. Sieht fast so aus. Ah, es könnte... Ah, es funktioniert. Oh, jetzt haben wir 30%. Ich glaube, da geht noch mehr. Kaufen. Ich schalte mal ab, bevor mir der Treibstoff ausgeht. Ja. So, 50% haben wir schon. Hat aber einen großen Tank. Der hat einen großen Tank. Ja, da kommen wir wenigstens über die Felder, ohne dass wir zwischendurch was nachholen müssen, ja. Das war eigentlich ja auch die Idee. Damit wir da wirklich voll machen können, die Arbeiten ausführen und nicht zwischendurch nochmal nachtanken müssen. Oh, 77%, ich glaube den letzten noch und dann sieht es nicht schlecht aus. Dann würde ich zum Hof fahren, den Service-Anhänger holen und zu dir aufs Feld kommen. So, voll. Ja, super. Ja. 15 Kilo sind noch in dem... Ja, die mache ich sonst in die Hosentasche. Ja. Also dann, ich beeile mich. Ja. Bin gleich wieder da.
So, dann lasse ich die Sämaschine gleich an dem dran. Und ich glaube, ich nehme heute den Raptor. Der hat Klimaanlage. So, wir haben sogar Glück, dass sogar noch Treibstoff drin. Ach, ein ganz anderes Fahrgefühl, nicht bloß immer am Traktor. Timo, wie sieht's bei dir aus? Anhänger schon voll? Nein, so viel kommt da gar nicht runter. Zwei Drittel vom Feld habe ich jetzt. Ich melde mich, falls ich was brauche. Alles klar. Du hast noch genug Treibstoff, oder? Ja, ich war vorher beim Tanken. Haha. Ja, Jimmy, glaub mir, das passiert dir nicht mehr. Ja, ich hab auch gedacht, dass mir das eigentlich auch nie passiert, dass ich eigentlich wirklich immer schaue, bevor ich vom Hof fahre. Aber sag niemals nie. Genau. Ach, meine Rettung naht, meine Rettung naht. Das ist schön, entweder plätschert. Vielen, vielen Dank, Mike. Vielen Dank. Kein Problem. Jetzt hoffe ich erstmal, dass er wieder anspringt. Wir hatten zwar gleich ausgemacht. Puh, Glück gehabt. Ja, hast noch ein bisschen gestottert, aber jetzt. Das sind aber reichlich Ballen, wenn ich da mich so umschaue. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Also, es ist gut. Viel Stroh. Ja. Aus Stroh macht Gold. Wie war das? So ähnlich. Genau. Ja, wenn der Preis gut ist, kriegen wir das vielleicht hin. Ja, hier liegt auch noch einige Strohbretter. Ja, dann pressen wir doch erst alles und fahren das dann nachher mal
oder bei Gelegenheit dann zusammen ab. Gute Idee, Mike. Mhm. Also, da bin ich wieder gegangen, Jimmy. Ja, danke schön für die Rettung. Bitte, bitte. So, ich kann es eigentlich kaum erwarten, die Seemaschine anzuschmeißen. Ja, Timo, was meinst? Muss ich kommen oder soll ich schon anfangen auf dem ersten Feld mit der neuen Seemaschine? Ja, vielleicht kommst du mit dem kleinsten Hänger, den du findest. Ganz wird's nicht reingehen. Okay, mache ich. Befürchte ich. Das kann noch mal ein paar Kilo hin oder her gehen. So, Feld Nummer 6 fertig gepresst. Ach, sehr schön. Dann kannst du gleich zu 29 kommen. Ja, habe ich wieder einen vollen Tank. Jetzt kann ich wieder unbegrenzt, fast unbegrenzt, Felder besuchen. Oh, da habe ich einen ganz kleinen Anhänger gefunden, der hat bloß eine Achse. Solange er nicht gelb ist, ist okay. Na, das ist grün. Okay, da können die rein.
Nichts gegen mein Tweety-Mobil. Tweety-Mobil? Jetzt hat es auch schon einen Namen bekommen. Das ist so wie mit den Schweinen, die haben auch schon alle jeder einen Namen. Wenn sagt er immer, was ein Name hat, dürf nicht gegessen werden. Mhm. Wir wollen es ja nicht essen, wir wollen es verkaufen. Hat doch noch alles reingepasst, aber auch das letzte. Ja, kein Problem. Ich hole aber mal einen größeren Traktor. Jo. Da die Saison ja jetzt erstmal beendet ist, blase ich hier mal schnell den Drescher aus. Ja. Hallo Timo. Oh, schon fertig, ja. Hey. Ja. Flink, flink. So, super, dann haben wir das letzte Feld eigentlich diese Saison auch geerntet. Jo. Ach, da liegen schon die ersten Ballen. Wenn er denn mal Treibstoff hat, dann ist er schnell. Nicht zu bremsen.
So, da müssen nur noch die Preise steigen und dann können wir da wieder ein bisschen was in die Kasse tun. Ja, der Kontostand ist nicht so. Ja, das ist ja meistens so vor der Ernte, dass man dann nachher die Ernte eingefahren hat und wieder was verkaufen kann. Ja, die Strohballen, die wir nicht brauchen, ich denke mal, dass wir die umsetzen können. Die Pferde brauchen immer Stroh. Genau, Pferde Joe hat schon angerufen. Der hat schon Bestellung abgegeben. Eigentlich sogar Pferde Joe braucht Stroh. Stimmt. Wie hat Otto immer gesagt, was ich reimt, ist gut. Mike, ich gehe dann gleich noch kalken. Ja. Wollen wir denn, also fangen wir bei den Kartoffeln an oder wo wollen wir anfangen? Bei den Kartoffeln fange ich jetzt an zu kalken. Ja, das ist doch gut. Ich habe schon mal den Ballenanhänger am Traktor reingemacht. Am LKW, ist er schon dran. Dann können wir dann demnächst eigentlich da auch noch mal eine Ladung holen. Ich würde sagen, die Zeit ist leider wieder um. So schnell kann es gehen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, einen schönen Wochenstart und ja. Immer schön einschalten hier, würde ich sagen. Also macht's gut. Ja, auch von mir noch einen schönen Sonntag und immer fleißig schauen, wie der Mike schon sagt. Bis denn, tschüss. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag. Ciao miteinander.